Willkommen im Master-Video zu Textaufgaben zum Deltoid. Hol dir noch schnell einen Zettel und einen Stift. Hier ist nun die heutige Aufgabe. Hubert will für eine Freundin einen Kuchen in der Form eines Drachen backen. Die Diagonalen der Drachenform sind 34 und 25 cm lang. Er hat ein Rezept von seiner Oma für Zuckerguss, in dem steht: Für einen Quadratdezimeter 100 Gramm Zucker und 2 Löffel Wasser verwenden. Wie viel Zucker braucht er, um die Oberseite der Torte mit Zuckerguss verzieren zu können? Löse diese Aufgabe nun selbstständig. Mach eine Skizze und formuliere am Ende einen Antwortsatz. Stoppe dazu das Video. Schon fertig? Na dann, vergleich doch mit meiner Lösung. Mein Satz lautet: Hubert braucht 425 Gramm Zucker für den Zuckerguss. Das hast du auch? Super! Falls nicht, dann schau dir meinen Rechenweg ganz genau an. Gehen wir zuerst den Lösungsweg durch. Am Anfang habe ich erkannt, dass es sich um eine Flächeninhaltsberechnung handelt, da wir Zuckerguss auf der Torte verteilen wollen. Danach habe ich mir eine Skizze gemacht und die Längenangaben aus der Angabe gesucht. Dann habe ich die Berechnung durchgeführt und mir den Flächeninhalt der Torte ausgerechnet. Am Ende habe ich noch die benötigte Zuckermenge berechnet, also die Antwort auf die Frage in der Textaufgabe gesucht. Ich zeige dir nun meine Skizze. Es handelt sich um ein Deltoid und die Diagonalen sind 25 und 34 cm lang. Falls bei dir E 25 cm lang ist, ist das genauso richtig. Nun zur Rechnung. Es handelt sich um ein Deltoid. Da lautet die Flächeninhaltsformel A ist gleich E mal F halbe. Setzen wir nun unsere Zahlen ein, ergibt das 34 mal 25 halbe, also 425. Die Einheit ist natürlich Quadratzentimeter. Aber schauen wir nochmal in die Angabe. In dem Rezept steht 1 Quadratdezimeter. Rechnen wir also in Quadratdezimeter um. Das sind dann 4,25 Quadratdezimeter. Nun zum Zuckerguss. Ich habe mir hier eine kleine Tabelle gemacht, da es sich um eine direkte Proportionalität handelt. Wir wissen, wie viel Gramm Zucker wir für einen Quadratdezimeter Torte brauchen. Nun wollen wir wissen, wie viel wir für 4,25 Quadratdezimeter brauchen. Dazu müssen wir mit 4,25 multiplizieren, und zwar auf beiden Seiten. Machen wir das doch gleich. 100 mal 4,25 sind 425. Also 425 Gramm Zucker. Aus diesen Berechnungen ergibt sich der Antwortsatz, den ich vorher schon hergezeigt habe. Also, Hubert braucht 425 Gramm Zucker für den Zuckerguss. Ich hoffe, du konntest diese Aufgabe gut lösen. Der Lernzyklus zu Textaufgaben zum Deltoid ist hier zu Ende. Aber du kannst dir noch die Basic- und Muscle-Videos zu zusammengesetzten Figuren oder zum Trapez anschauen. Bis bald!